Guten Morgen, Deutschland. Herr Scholz wurde gestern gefragt, ob er nicht Nord Stream 2 wieder in Betrieb nehmen möchte, falls wir über Nord Stream 1 kein Gas mehr bekommen. Seine Antwort war, die AfD ist eine Partei Russlands und rechtspopulistisch. War das eine Antwort auf die Frage? Nein. Geben Sie überhaupt noch Antworten auf vernünftige Fragen? Nein. Wenn Sie von der Opposition kommen, die eigentlich für euch da draußen ist, dann werden keine Antworten gegeben, sondern es wird direkt denunziert, diskriminiert, dämonisch und verächtlich gemacht. Aber Fakt ist doch, Sie müssten Antworten geben. Sie müssten zum Beispiel die Antwort darauf geben, warum eine mögliche Verachtfachung des Preises, des Gaspreises für die Endverbraucher droht, wie es Herr Habeck gestern Abend bei Markus Lanz im Fernsehen per Videoschalte live gesagt hat. Nämlich, dass einer der größten Gasversorger Deutschlands mittlerweile zu so überteuerten Preisen Gas einkaufen muss, dass man dieser Firma Uniper wahrscheinlich helfen muss finanziell. Und darauf hat er keine Antwort gegeben. Und als er dann gefragt wurde, was denn die zweite Option wäre, dass man vom Handelsblatt ausgerechnet hat, dass eine Versieben-, Verneunfachung des Gaspreises droht, daraufhin wurde von ihm gesagt, ja, diese Möglichkeit besteht, das haben wir auf dem Schirm und das wird möglicherweise für die Endverbraucher kommen, ein Umlageverfahren für die breite Masse der Endverbraucher, also für euch da draußen, damit diese überteuerten Gaspreise dann an euch weitergegeben werden. Wer kann sich bitte eine Verachtfachung des Gaspreises in Deutschland leisten? Diese Bundesregierung, die Grünen, die SPD und die FDP und auch die CDU/CSU sind Antworten schuldig. Und da kann man nicht hergehen und ausgerechnet der Partei Populismus, Rechtspopulismus vorwerfen, Russlandfreundlichkeit vorwerfen, die eine Lösung auf den Tisch legt, nämlich dass man sich mit dem Mann in Moskau unterhalten muss, damit das nicht passiert, damit eine Gasversorgung gesichert ist in Deutschland. Aber das ist ja nicht gewollt. Wie schon Herr Habeck sagte, es ist politisch nicht gewollt. Und Herr Habeck hat gestern noch viel mehr gesagt. Er hat das bestätigt, was wir alle die ganze Zeit gesagt haben. Nämlich, dass es die amerikanischen Sanktionen sind, die Nord Stream 2 verhindern. Es ist politisch gewollt. Ja, Habeck sagt es, er hat recht. Aber politisch gewollt, nicht von dieser Bundesregierung, sondern von Onkel Sam, von Joseph Biden, dem Department in Amerika. Die USA wollen kein Nord Stream 2. Sie wollten es noch nie. Auch unter Donald Trump wollten sie es nicht. Sie wollten das immer verhindern. Und als Ausrede haben sie gesagt, wir würden uns abhängig von Russland machen. Wir sind abhängig von Russland. Und diese Abhängigkeit werden wir auch nicht so schnell los. Nicht so, wie Sie es gerne hätten. Sie sagen euch, liebe Bundesbürger da draußen, wir brauchen diese Energiewende jetzt ganz schnell, damit wir die Abhängigkeit loswerden. Das funktioniert aber nicht. Also müssen wir momentan damit klarkommen, und einen langfristigen Weg finden. Das ist aber das, was Onkel Sam nicht für uns vorgesehen hat, liebe Leute. Das ist der Grund, warum möglicherweise im Herbst eine Verachtfachung des Gaspreises kommt. Das ist der Grund, warum ein Olaf Scholz im Bundestag keine Antworten gibt. Warum sie überhaupt gar keine Antworten für euch haben. Weil sie die Möglichkeiten begrenzt haben auf ein Minimum, weil sie nur diesen einen Weg gehen können, weil sie es gesagt bekommen haben. Schönen Tag noch.